Was existierte vor dem Urknall? Stephen Hawking hat dazu eine absolut bahnbrechende Erklärung. In der Talkshow Star Talk von Neil deGrasse Tyson erklärte er, was vor dem Urknall existierte. Und seine Erklärung ist verblüffend und verstörend zugleich. Jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Wir wissen inzwischen immer genauer, was seit dem Urknall geschehen ist, wie schnell passierte es, wann entstanden die ersten Sterne, die Galaxien und so weiter und so fort. Wir können schon sehr gut sagen und auch beweisen, was da so alles passiert ist. Aber was war vor dem Urknall? Stephen Hawking hat jetzt in der Wissenschaftstalkshow Star Talk erklärt, welche Theorie er für das Universum und die Zeit davor hat. Und das ist wirklich ja ziemlich, wie soll ich es sagen, seltsam oder unvorstellbar. Seine Theorie sagt: Nichts. Bäm. Wie soll das gehen? Da entsteht etwas aus dem Nichts. Naja, für ihn ist es etwas anders. Vor dem Urknall gab es keine Zeit. Und wenn es keine Zeit gab, gab es auch keinen davor. Es ist also quasi unmöglich, das davor zu ergründen, da es kein davor gab. Es ist also nicht nur so, dass davor nichts existierte. Es existierte auch kein davor. Es gab quasi keinen Ort und keine Zeit, in der bzw. dem etwas existieren hätte können. Das ist schon verrückt. Die euklidische Raumzeit des Universums ist eine geschlossene Oberfläche ohne Ende. Sie ist eine Einheit. Außer ihr gibt es demnach nichts. Man muss es sich wie eine Erdkugel vorstellen, bei dem der Urknall der Südpol ist. Hinter dem Südpol ist einfach nichts mehr. Ich finde das eine absolut verrückte Vorstellung. Unser Universum wäre demnach eine vierdimensionale Kugel ohne Anfang, ohne Ende. Aber warum erleben wir dann alles so, wie wir es erleben? Wir sehen nicht diese unendliche Kugel, auf der es keinen Anfang und kein Ende gibt. Wir sehen einen Anfang und eine Zukunft. Für uns ist die Zeit eine in eine Richtung gerichtete Dimension. Aber nach Hawking ist es wahrscheinlich nicht so. Diese Sicht der Dinge haben wir wahrscheinlich nur, weil wir nicht anders existieren können. Wir würden vielleicht verrückt werden, wenn wir diese Unendlichkeit verstehen würden. Teilchenphysiker spekulieren ja schon seit Jahren darüber, ob es Interaktionen auf Teilchenebene mit der Vergangenheit geben könnte. Mit der Erklärung von Hawking wäre das verständlich. Er spricht auch von einer imaginären Zeit, die wahrscheinlich existiert. Und unsere Zeit ist davon quasi nur eine falsche Sicht. Vielleicht ein so wenig so wie Wetter und Klima. Das Wetter können wir sehen, spüren und können damit umgehen. Aber das große Ganze ist für uns einfach nicht verständlich. Die komplexen Zusammenhänge, wie die Rossby-Wellen in den Jetstreams, die sogar kälter werden lassen und so weiter, die sind für Laien auf jeden Fall total unverständlich. Spannend. Wenn ihr kein Video zum Thema Urknall und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet einfach meine Nummer bei WhatsApp. Hier gibt es einen Link dafür, da geht es direkt zu meiner Nummer. Dann bekommt ihr die Videos vor allen anderen von mir geschickt, garantiert immer. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicks und mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und dann direkt mitbestimmen, was hier bei Klicksum passiert, der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der, genau, Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Es gibt keine schwarzen Löcher. Stephen Hawking schmeißt alles um. Mal wieder. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.